So, jetzt wollen wir erstmal hier alle erledigen. Noch zwei, das ist gut. So. Jetzt können wir auch ungehindert erstmal da durchrennen. Ah, Hindernisparcours, ohne Ende, yay, sowas mag ich ja. Genau, du blöder Knoten. So, Stärke hat sich erhöht. Schön, fein. Und weiter geht's. Und, ja, Spin Dash. Solange ich aber noch mit Schildern hier was zu sagen habe, hau ich alle platt. Nein. Nein. Du auch nicht. Warum gehe ich eigentlich da nicht rein? Ist viel einfacher. Au, du hast mit dem Fuß geschossen. Schäm dich. Headshot, beide Beine weg. Hört weiter runter. Oh, wo sind die Gegner? Wo ist der Gegner? Die sind so auffällig. Hier, der auch. Außerdem kann man immer gucken. Drei sind hier noch, zwei stehen direkt nebeneinander. Wahrscheinlich steht da einer auch noch hier. Ja. Schäme dich, schäme dich, schäme dich, schäme dich. Oh, meine Lebensenergie hat sich erhöht. Super. Deine Lebensenergie hat sich erhöht. Ja, fein. Oh. Und lass mich raten, wer wir jetzt wieder sind. Yay. Möchtest du dich im Wild zurückverwandeln? Nein, aber es muss. Ja, und ich merke gerade, ich kriege Hunger. Bisherige Geschehen speichern. Ja, es ist vollbracht. Also fortführen. Ja, aber nein, ich werde jetzt erst noch Zähne machen, was ich begonnen habe. Ich wollte sowieso aufhören gleich, also nach dem Tempel. So. Jetzt rennen wir natürlich wieder zurück. Und ja, ich renne sogar noch weiter zurück. Wir sind ja jetzt wieder will und wir können jetzt wieder in das eine da rein. Die fünf Gegner hier noch abholen. Ja, ich weiß, es dauert ein bisschen. Aber hey, du dauerst länger. Also, wir haben aber schon einiges auch an Lebensenergie und Stärke und alles erlangt. Also allzu viel. Allzu groß ist das Spiel nicht mehr. So lange dauert es nicht. Wir haben auch schon, wenn wir mal gucken, 3 Statuen von 6. Ja. So. Dann wollen wir mal den Spin Dash machen. Geht das jetzt schon? Nein. Warten, bis er schön grün leuchtet. Hui! Stopp. Bist auf einen Punkt so stark wie Freeland. Okay, ja. Freeland soll sich schämen. Und meine Lebensenergie hört sich schon wieder. Hey! Das ist gut. Ja. Und hier sind wir jetzt wieder.
dann wollen wir auch mal wieder zurück, oder? Hups. So. Dann haben wir ja schon alles. Hier sind keine Gegner mehr. Einfach durchrennen. Hier würde ich gerne einfach durchrennen. Hier muss ich diesen langen Weg nehmen. Eieiei. Tja. Und weiter und weiter und weiter und weiter und hoch. Und da, ja. Autsch, aufgespießt. So, und jetzt. Ich lade mich schon mal auf, wenn es zum nächsten Bildschirm rüber geht. Ach, scheinbar nicht. Und, upsa. Ups. Ein Gegner. Ein Gegner. Na dann wollen wir doch mal zu dem einen Gegner. Ah. Yay! Und. Ja, wer hätte es sich denn gedacht? Wir dürfen als Will den Gegner ausschalten. Vom Wegen als Frieda. Wo ist er? Wir haben ihn ja schon einen Punkt abgezogen. Yay! Noch ein. Ah, super, ja. Die kleinen Nerven jetzt auch noch zusätzlich. Das ist die Stelle, wo man ordentlich angreifen kann. Was ist das eigentlich für ein Ding? Kaputt. Au! Ich nehme mal besser einen Heilkräuter. Heilkräuter nehmen? Ja, danke schön. Das ist einer der schwierigsten Bosse hier. Au! Aber auch nur, weil man ihn als Bill besiegen muss. Au! Geh, Mensch, stirb! Wie viel hat er eigentlich noch? Na, wir haben ja schon einiges abgezogen. Juck, juck. Yay, wir haben wieder was abgezogen. Ah, ja, sehr spektakulär. Ja, ah, jetzt ist er ausgewischt. Hey, wieso geht das nicht? Schäm dich! Na, dann hau ab halt. Oi, oi, oi! Und, ah, nochmal. Ey, noch zwei Treffer, dann haben wir ihn. Und zack, das war's. Du hast im Sand... Du hast den Sandfanger bezwungen. Eine Statue sei dein Lohn. Yay! Und wir werden auch aufgefüllt, schön. So, noch zwei Statuen. Dann haben wir's. Dann können wir zum Turm von Babel. So, und jetzt müssen wir hier hochklettern. Da, da. Ja, ja, da, da. So. Und jetzt gehen wir auch hier lang. Und ja, es ist kein. Kein Gebiet mehr mit Gegner. Wir finden jetzt Mons. Bist du verrückt? Ich war Krankversorger. Wenn dir etwas zugestoßen wäre. Es tut mir schrecklich leid, aber ich musste Medizin für meinen Vater finden. Okay. Lass mich bitte noch mit ihm allein, Will. Will, das ist ein Stein meiner Kette. Ich folgte den Stein, um dich zu finden. Hier, ich gebe sie dir wieder. Lanz flüstert. Ich glaube, sie liebt mich auch. Ich bin so glücklich. Ja, wir verlassen jetzt den Bildschirm und sehen eine kleine Cutscene. Hihi. Diesen Stein verdanke ich mein Leben.
Es sind Steine der Kette, die ich für dich fertigte. Es sind nur noch wenig Steine übrig. Möchtest du sie tragen? Liebevoll hängt Lars ihr die Kette um den Hals. Und sie... Komm, renn weg, renn weg! Ah! Diesmal flüchte ich nicht. Es geschah alles so schnell. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Bitte sieh mich jetzt nicht an. Ich weine vor Glück. Ich habe schon immer geahnt, dass etwas Besonderes an dir ist. Nun weiß ich, was es ist. Ich möchte dir eine Antwort geben. Ich liebe dich auch. Ich möchte für immer mit dir zusammen sein. Oh Gott, was für ein Schnulzenspiel, ich nehme. Lilly, ich habe mich noch niemals so gefühlt. Als ob 1000 Sterne. Ihr könnt ja jetzt mal aufhören mit dem Gesulze. Mir geht es nicht anders. Gehen wir zurück ins Dorf. Sie machen sich sicher alle große Sorgen. Oh Gott. Kopf auf Tisch knallen. Kopf auf Tisch knallen. Das soll ein Actionspiel sein und keine Romanze. Ja, schön. Ein Krug ist schon ein seltsames Tier. Ja. Heute Nacht ist Vollmond. Das Dorf sieht ganz anders aus. Mein Vater liebt mich über alles. Ich denke, er wird sich langsam erholen. Ich hoffe, Langs Vater erholt sich wieder. Westlich von hier gibt es eine riesige Wüste. Zu Fuß und ohne Krux werden wir sie sich nicht überleben. Was? Wir müssten uns einige dieser Tiere besorgen. Okay, dann werde ich mal gucken, was sich machen lässt. Wie war das? Spielhölle. Das ist das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben. Habe ich gesagt, kommen wir später zu. Weil ich wusste, dass es dunkel sein muss. Vollmond, ja. Ach ja, es dauert jetzt, bis das blöde Blatt abkommt. Ach, der ist es ja schon. Schön. Auf geht's, los, auf und davon, hopp, hopp. Flieg, Netz, flieg. The Jam. Ah, geht doch. Ja, schön. Hi. Der russische Glasklub, möchtest du beitreten? Ja. Möchtest du dein junges Leben beim russischen Glasspiel riskieren? Es ist mehr als nur ein Spiel. Du könntest dein Leben verlieren. Ich frag dich erneut, bist du dir ganz sicher? Ja. In Ordnung, dein Gegner wartet da drüben. Er ist ein erfahrener Spieler, so viel Glück besaß noch niemand. Nun gut, Frage nach den Regeln. Hi. Ein böses Omen. Ich habe meinen Glücksbringer vergessen. Die Regeln sind einfach. Eins der fünf Gläser enthält Gift. Jeder trinkt der Reihe nach. Derjenige, der überlebt, gewinnt. Ich fange an. Halse nein! Mit einem Schluck leert der Gegner sein Glas. Okay, nur das. Mein Gefühl sagt mir, dass ich dieses Glas nicht nehmen sollte. Soll ich es wirklich trinken? Mein Gefühl? Nein. Ich steige aus. Bill schließt seine Augen und leert das Glas. Glück gehabt, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Halse nein! Mit einem Schluck leert der Gegner sein Glas. Okay. Bill schließt die Augen und leert das Glas. Tja, Glück gehabt, doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. Doch ist es. Das letzte Glas. Zuschauer, halt ein, der Junge hat gewonnen. Trink es nicht, das wird dich töten. Ich muss. Die Ehre gebietet es mir. Ich habe verloren. Mein Leben. Er greift das Glas. Da haut selbst das Blatt ab.